Die beiden großen Kirchen fordern, dass es auch für private Rundfunk- und Fernsehsender in der Bundesrepublik ein unabhängiges Kontrollorgan gibt. Die Kirchen haben sich mit einem Brief an den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Vogel gewandt, der Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder ist. In dem Schreiben wird verlangt, für den Privatfunk bundeseinheitliche Programmgrundsätze aufzustellen. Damit müssten die Informations- und Meinungsvielfalt gesichert werden. Gefordert wird ferner, dass es an Sonn- und Feiertagen keine Werbesendungen gibt. Die Besatzung der amerikanischen Raumfähre Discovery hat heute den zweiten in eine falsche Umlaufbahn geratenen Satelliten geborgen. Mithilfe eines Düsenrucksacks stoppte Astronaut Gardner zunächst die Rotation von Weststar 6. Dann steuerte er ihn in die Nähe des Greifarms der Fähre, die sich dem Satelliten auf etwa 10 Meter genähert hatte. Da am Montag beim Einfangen des indonesischen Satelliten Palapa Schwierigkeiten mit dem Greifarm aufgetreten waren, musste Weststar 6 heute nach einem neu ausgedachten Arbeitsprogramm geborgen werden. Dabei stand Astronaut Allen am Ende des ausgefahrenen Greifarms, während sein Kollege Gardner die Verankerung in der Ladebucht vorbereitete. Nach knapp 5 Stunden und 42 Minuten war der 500 Kilogramm schwere Weststar 6 neben dem Satelliten Palapa verankert. Die NASA bezeichnete die 14. Shuttle-Mission als rundum erfolgreich. Die fünfköpfige Discovery-Besatzung soll am Freitag zur Erde zurückkehren.